Unser heutiges Thema ist Mikroplastik, also die allerkleinsten und langlebigen Überreste unseres alltäglichen Plastikverbrauchs. Seit im Oktober letzten Jahres Forscher der Universität Wien in einer kleinen Studie zum ersten Mal diese Partikel auch im Menschen nachgewiesen haben, ist Mikroplastik ein Dauerthema in den Medien und leider im wörtlichen Sinne bei uns alle angekommen. Wir sind froh, dass heute Abend Leandra Hamann und Tina Glückselig hier zu Gast sind und über die wissenschaftlichen Fakten zu Mikroplastik und dem Transfer des Wissens in die Gesellschaft vortragen. Es geht um die Umweltbedrohung durch die kleinsten Kunststoffteilchen, ihre Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt und um Beispiele aus dem Designbereich, die sich mit der Thematik Mikroplastik befassen. Leandra Hamann ist Expertin für Mikroplastik vom Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht aus Oberhausen. Sie hat an der Universität zu Köln Biologie studiert und promoviert gerade über einen bionischen Filter zur Reduktion von Mikroplastik. Tina Glückselig ist sicher vielen hier bekannt. Sie hat heute Abend hier ein Heimspiel. Sie ist seit 2007 Professorin für Mediendesign hier an der Münster School of Design und auch Gründungsmitglied des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Gut. Nach dem Vortrag, wie immer, Fragen, Diskussionen und ein kleines Catering anschließend im Foyer. Und damit übergebe ich das Wort an Tina Glückselig und Leandra Hamann. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Können Sie mich gut hören? Ja? Geht so? Okay. Ja, Thema Mikroplastik. Wer von Ihnen weiß denn, was Mikroplastik ist? Ja, hat jeder schon mal irgendwie gehört. Ich hoffe, dass ich Ihnen dazu ein bisschen was Neues erzählen kann, weil es in letzter Zeit ja extremst häufig in den Nachrichten war. Aber ich habe tatsächlich gestern noch was Neues dazu gelernt. Und zwar auf Arte gab es einen Bericht über einen Falkner, der seiner Krähe beigebracht hat, Müll aufzusammeln. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Das war sehr interessant. Es gibt inzwischen alle möglichen Lösungsvorschläge und da komme ich am Ende dann auch noch mal ein bisschen zu. Ich will Ihnen heute so ein, ich versuch's, kurzen Rundumschlag zu geben. Ich hoffe etwa so eine halbe Stunde oder so, weil das Thema bietet sich eigentlich an, darüber zu diskutieren. Ich weiß auch nicht genau, welches Vorwissen Sie haben. Also am Ende einfach alle Fragen stellen, was Ihnen so einfällt. Ich versuche es zu beantworten. Im Allgemeinen erstmal zu Definitionen, Quellenmengen, Eintragsfaden. Die Siedlungswasserwirtschaft spielt eine relativ wichtige Rolle und dann natürlich das Verhalten in der Umwelt und ökologische Wirkung. Und dann am Ende, wie schon angedeutet, noch ein paar Lösungsansätze, an denen auch wir arbeiten. Ich habe nach Beendigung meines Masters in Bionik weiter bei Fraunhofer zum Thema Mikroplastik, falsche Richtung, geforscht oder gearbeitet. Einmal zum Thema Mikroplastik und Kunststoffe in der Umwelt als Allgemeines und dann noch speziell zu Mikroplastik in Kosmetik und Waschputz- und Reinigungsmitteln. Das sind die beiden Berichte, die wir veröffentlicht haben. Die sind auch frei und kostenlos zugänglich. Also wenn Sie da noch mehr wissen wollen, dann kann ich Sie darauf verweisen. Ja, erstmal die Frage, was ist Mikroplastik? Im Allgemeinen hat man sich darauf geeinigt, dass es Kunststoffpartikel sind, die kleiner als 5 mm sind und aus einem festen Material, sowas zum Beispiel. Wenn man sich damit aber im Detail beschäftigt, dann ist es doch etwas komplizierter, als es scheint. Und dafür wollte ich jetzt mal den Pointer benutzen. Und zwar so ein klassischer Polyethylen, wie Sie ihn kennen, wie wo Ihre Plastiktüte draus ist, ist aus einem petrobasierten Öl, also aus Erdöl, was verarbeitet wird und meistens synthetisch ist und dann letztendlich fest oder halbfest. Halbfest wäre sowas wie Wachs. Und Sie sehen dann hier schon, wenn da so ein klassischer Kunststoff bei rauskommt, das zählt auf jeden Fall zu Mikroplastik. Wenn man sich dann überlegt, was ist ein Kunststoff genau? Ist es immer erdölbasiert? Nein, muss es nicht. Es gibt ja heute viele biobasierte Kunststoffe auch, die können dann modifiziert werden, dass sie halbsynthetisch sind oder auch natürlich.
Bei den natürlichen ist schon schwierig. Gehört das jetzt zu einem klassischen Kunststoff und zu dieser Mikroplastikproblematik, ja oder nein? Wenn man sich die Mikroplastik- und Kosmetikdebatte anguckt, dann geht es nicht nur um diese Peelingpartikel, sondern inzwischen ist dieses Feld auch viel weiter ausgedehnt worden. Und man hat es schon vielleicht gehört, dass in Nagellack, in Make-up, in Duschgel, in was weiß ich was, überall Mikroplastik drin ist und dann auch von diesen wachsartigen, gelartigen und flüssigen Polymeren die Rede ist. Und da sind wir auch wieder in so einem Graubereich, wo man nicht genau sagen kann, von was reden wir jetzt genau. Es ist ein synthetischer Polymer oder halbsynthetischer Polymer, aber gehört es noch zu dieser Mikroplastikdebatte? Wir sagen, dass es flüssig, dispergierte, gelöste eher schwierig ist, aber also nicht zu diesem Begriff oder zu der festen Definition, strengen Definition Mikroplastik gehört, sondern eher zu einem größeren Problem, was generell anthropogene Polymere in der Umwelt ist. Also alles, was menschengemacht, menschenmodifiziert ist und in die Umwelt gelangt, ohne dass es da eigentlich hin soll. Bin irgendwie zu blöd für diesen Pointer. Also allgemein, Mikroplastik bezeichnet Partikel und Fasern. Makroplastik sind größere Objekte aus thermoplastischen, elastomeren und duroplastischen Polymeren. Also das sind so die klassischen drei Klassen von Kunststoffen, die bei Standardbedingungen fest sind und direkt oder indirekt durch menschliches Handeln in die Umwelt gelangen. Und dass sie in die Umwelt gelangen, ist ein wichtiger Punkt, weil wenn sie nicht in die Umwelt gelangen würden, hätten wir kein Problem. Das sind so ein paar Beispiele. Mir ist leider im Zug erst aufgefallen, dass ich die ganzen Proben vergessen habe. Aber das ist kein Problem. Das ist anschaulich genug. Was Sie vielleicht noch nicht kennen, sind diese Rohpellets. Das sind die Halbzeuge, also der Zwischenschritt zwischen dem verarbeiteten Erdöl und dem Endprodukt. Wenn daraus ein Produkt geformt werden soll aus Kunststoffen, dann kriegt der Kunststoffverarbeiter diese Pellets. Die sind so 2 bis 3 Millimeter groß. Wenn man die am Strand findet, wurde mir als Kind gesagt, das sind Meerjungfrauentränen, aber dass es Mikroplastik ist, ja, das hat man da noch nicht wirklich gewusst. Die Definition von Mikroplastik gibt es übrigens auch erst seit 2008. Also das ganze Thema ist noch ziemlich neu und deswegen ist das, was wir wissen, auch noch relativ wenig. Dann, was Sie kennen, Microbeads, das sind diese Peelingpartikel aus Kosmetik, Textilfasern, also ich muss gestehen, das hier ist aus Synthetikfasern, genauso wie meine Schuhsohle, das heißt auch Mikroplastik aus Schuhsohlen entsteht, Reifenabrieb, wer von Ihnen Sport macht, hat bestimmt schon mal einen künstlichen Fußballplatz gesehen oder eine Tartanbahn oder sowas, das ist auch gepresster Kunststoff, zum Beispiel auch Altreifen. Auch beim Reitsport war ich auch ein bisschen frustriert, gibt es zum Beispiel so Teppichschnitzel, Reitplätze, dann hier Lacken und Farbe überall um uns herum, Imprägnierung von dem Holz, alles Kunststoffe. Und wenn das abreibt, dann entstehen kleine Partikel und es ist Mikroplastik. Also es gibt wahnsinnig viele Quellen. Ich glaube, wir haben über 80 aufgelistet, von denen davon auszugehen ist, dass auch wirklich davon Partikel verloren gehen. Und dann natürlich eine große Sache ist noch fragmentiertes Mikroplastik, die Partikel, die man meistens so am Strand findet. Bei der Herkunft kann man in 2 unterschiedliche Typen eigentlich unterscheiden. Das ist einmal primäres Mikroplastik und einmal sekundäres Mikroplastik. Primäres Mikroplastik ist auch das, was extra als solches produziert wurde, also zum Beispiel diese Microbeads, die in Kosmetik eingesetzt werden, die zählen zum Typ A. Und dann gibt es noch das primäre Mikroplastik Typ B, das sind zum Beispiel die Fasern. Also das, was während der Nutzung als Partikel in die Umwelt gehen. Während ich mich bewege, wenn ich die Textilien wasche, dann entsteht Mikroplastik. Und dann gibt es noch das sekundäre Mikroplastik. Das ist das, was aus dem Makroplastik, was bereits in der Umwelt ist, entsteht durch Fragmentierung, Verwitterung, mechanische Zerreibung etc. Auf die Quellen, ja, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Wir haben
versucht, die Eintragsmengen zu berechnen oder nicht unbedingt die Eintragsmengen, sondern das, was emittiert wird. Also wenn ich hier stehe, was, welche Menge von meinem Oberteil freigesetzt werden. Das heißt noch nicht ganz genau, dass das auch im Meer landet, aber erstmal das, was freigesetzt wird. Und da liegen die Reifen von Autoreifen, Fahrradreifen, Bussen, allen möglichen, ungeschlagen auf Platz 1. Dann die Freisetzung bei der Abfallentsorgung ist zum Beispiel das, was bei der Zerkleinerung von Metallschrott entsteht. Oder wenn Sie aus Versehen was Falsches in den Biomüll werfen, der Biomüll verarbeitet wird, kleingeschreddert wird, dann ist da auch Mikroplastik drin. Abrieb von Bitumen aus Asphalt, also Straßenabrieb, Pelletverluste, häufig durch, wenn große Margen, Säcke verladen werden, dass einfach ein bisschen was kaputt geht, das gelangt in die Umwelt. Verwirrung und Schrott von Spielplätzen hatten wir schon. Freisetzung auf Baustellen, Abrieb von Schuhsohlen. Und als wir diese Studie veröffentlicht haben, gab es erstmal einen riesigen Medienandrang und die meisten Leute haben sich nach diesen Schuhsohlen erkundigt, weil das anscheinend so eine Quelle ist, die bei den meisten Leuten nicht im Bewusstsein war bisher. Fand ich ganz interessant. Kunststoffverpackung, Fahrbahnmarkierung und Textilwäsche. Die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, sind natürlich nur grobe Abschätzungen. Keine Quelle davon wurde jemals gemessen. Also es ist schwer zu sagen, wie viele Fasern jetzt hier verloren gehen. Es gibt ungefähre Abschätzungen von Reifenabrieb pro Kilometer oder pro Kilogramm Wäsche in einer Waschmaschine, aber diese Hochrechnungen sind immer grobe Annäherungen. Und das gilt für alle Zahlen, die Sie in diesem Kontext hören. Es sind grobe Annäherungen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass Schuhsohlenabrieb schlimmer sind als Kunststoffverpackungen oder sowas. Das sind nur Richtwerte. Ich betone das so stark, weil es zum Beispiel eine Zahl gibt, die 1975 erstellt wurde. Und zwar sind das 6,4 Millionen Tonnen an Kunststoffen, die jährlich in die Meere gelangen. Erstens ist diese Zahl uralt. Zweitens bezieht sie sich nur auf den Müll, der damals in die Meere geschüttet wurde. Und drittens nicht nur auf Kunststoffverpackungen. Aber diese Zahl hält sich hartnäckig. Die können Sie heute noch teilweise in irgendwelchen Berichten finden. Also wenn Sie 6,4 oder 5 Millionen Tonnen hören, einfach vergessen. Es gibt inzwischen bessere Annäherungen, aber wie gesagt, es sind auch nur Annäherungen. Wenn man die Quellen und Emissionen dann addiert, dann kommt man darauf, dass Mikroplastik Typ A und Typ B ungefähr 4 Kilogramm pro Jahr pro Kopf in Deutschland sind. 4 Kilogramm, das ist echt enorm. Zusammen machen die dann 3/4 von den Gesamtemissionen aus und im Vergleich zu Makroplastik, was dann nur 1/4 ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind an einer Raststätte und Sie ärgern sich über den Müll, der da liegt, dann müssen Sie sich vorstellen, dass die dreifache Menge davon daneben in Mikroplastikform liegt. Nur so zur bildlichen Darstellung. Wenn das einmal in der Umwelt ist, was passiert dann? Es ist bisher fast unmöglich, das zu modellieren, weil es so viele verschiedene Transfermechanismen geht. Also zum Beispiel die Kläranlage, Regenwasserkanäle und Trennsysteme, Mischwasserüberläufe, direkt einleitende Haushalte, Industrien, Entwässerung oder Schiffe. Das ist noch alles das, was man vielleicht noch an diesen Punkten messen kann. Aber was ist mit Wind, mit Regen, Abschwemmungen, Grundwasser, Transport durch Tiere oder Littering? Das sind Faktoren, die sehr schwierig sind zu berücksichtigen. Deswegen kann man auch nicht genau sagen, wenn etwas hier in die Luft gelangt, wo landet dieser Partikel dann ungefähr. Was man aber schon grob sagen kann, ist, dass es sich wahrscheinlich im Meer akkumuliert, weil nun mal alle Flüsse bergab fließen und im Meer enden und die Partikel meistens mit sich transportieren. Beispiel Fluss oder auch Rhein, weil ich komme aus Köln. Es gibt einen Professor Fahrt, der im Projekt Reines Wasser den Rhein komplett von oben bis unten durchschwommen ist und währenddessen Proben genommen hat und die Aktion, weil er auf die Wasserqualität des Rheins aufmerksam machen wollte. Und von dem ist diese schöne Grafik hier oben. Sie sehen hier die Quelle des Rheins und die Mündung. Köln liegt jetzt ungefähr hier. Was haben wir denn da als nächstes? Düsseldorf. Und Sie sehen, dass Sie hier überall Partikel finden.
in Chur, warum das da so extrem ist, die Vermutung, weil da in der Nähe eine Industrie war. Man weiß nicht genau, aber was erstaunlich ist, dass an der Quelle bereits Partikel gefunden werden. Und da ist die Vermutung da, dass es wirklich durch den atmosphärischen Transport ist. Also das, was in der Luft ist, kann inzwischen überall hin transportiert werden. Oder was heißt inzwischen? Es wird überall hin transportiert. Eigentlich einen Schritt davor noch, also wenn wir jetzt Textilien waschen, da kommt Mikroplastik raus, oder uns auch mit Peeling einreiben und die Partikel da ins Abwasser gelangen, dann gelangen die in die Kläranlage. Und 2014, also die erste Studie dazu rauskam, wurde in den Medien kommuniziert, dass die Kläranlagen Mikroplastik nicht zurückhalten können. Das stimmt. Also sie können nicht alles zurückhalten, aber sie können 95-100% zurückhalten, je nach technischer Ausrüstung. Hier in Deutschland haben unsere Kläranlagen eine sehr gute technische Ausrüstung, manche sogar schon eine vierte Reinigungsstufe, und dann liegt die Rückhaltequote bei ungefähr 99%. Also es ist wirklich ziemlich gut. Und man muss berücksichtigen, dass es eigentlich die beste Technologie ist, die wir bisher haben, um die Emissionen zu reduzieren. Das muss man sich vor Augen führen. Allerdings, wenn man einmal das Mikroplastik zurückgehalten hat, ist die Frage, was passiert damit? Weil bisher wird Klärschlamm wieder auf den Feldern ausgebracht und damit ist nichts gewonnen. Allerdings hat man in den letzten Jahren das zunehmend verboten und der Klärschlamm wird verbrannt und damit wäre dann auch das Mikroplastik weg. Aber auch da muss man aufpassen, weil man auch immer noch nicht genau weiß, durch welche Mechanismen wird Mikroplastik zurückgehalten. Ist es am Sandfang, ist es über Dichte etc. pp. Was diese Filtration von Mikroplastik angeht, ist es tatsächlich relativ schwierig, weil die Dichte von den kleinen Kunststoffpartikeln relativ ähnlich zu Wasser ist. Und diese klassischen Mechanismen wie über Sedimentation oder Flotation dann nicht so gut funktionieren. Ja, wenn es dann einmal in der Umwelt ist, ist die Frage, was passiert denn damit? Und Sie haben wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass Kunststoffe bis zu 500 oder 1000 Jahren in der Umwelt verbleiben. Das kann ich nicht abstreiten, aber das ist auch wieder nur eine sehr grobe Hochrechnung. Als ich nochmal diesen Vortrag heute durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ein sehr frustrierender Vortrag ist. Aber gut. Also Kunststoffe gibt es ungefähr erst seit 100 Jahren. Niemand weiß also oder niemand hat getestet, wie Kunststoffe tatsächlich in der Umwelt verwittern. Man kann das irgendwie chemisch ein bisschen begründen, durch diese und jene Mechanismen werden die Kunststoffdoppelbindungen gebrochen und so weiter, aber man hat das bisher noch nicht getestet. Und auch, das ist sehr stark unterschiedlich von den Umweltkompartimenten. Also wenn etwas am Strand liegt, dann ist die UV-Strahlung, die Wärme, die da ist, lässt den Kunststoff deutlich schneller verwittern oder auch so zerbröseln, haben Sie vielleicht auch schon mal am Strand gemerkt, als wenn es in der Tiefsee ist bei 4 Grad und Dunkelheit. Dann wird das Ganze deutlich länger brauchen. Und es gibt inzwischen Teststände, die das simulieren, aber sie simulieren es halt auch nur. Also da bin ich gespannt auf die Zukunft, ob man da dann genauere Daten findet. Es gibt vom AWI eine ganz tolle Karte im Internet, wo alle Funde von Mikroplastik gelistet sind, beziehungsweise auf dieser schönen Karte vermerkt. Da können Sie sagen, ich will Mikroplastikpartikel sehen, dann klicken Sie auf irgendeinen Punkt und dann sagt er Ihnen, wie hoch die Konzentration ist. Hier ein paar Beispiele, also am Strand von Portugal, ja, 120 bis 160.000 Partikel pro Kubikmeter, im Oberflächenwasser eher weniger, pelagisch, also im Freiwasser ein bisschen darunter, 4,5 Partikel, in der Tiefsee 70.000 und im Eis 4 Millionen. Also es variiert sehr stark. Und da muss man natürlich sich überlegen, woher kommt das? Also diese unterschiedlichen Akkumulationen. Man könnte sich zum Beispiel das erklären, dass es in der Tiefsee deutlich mehr ist, dass die Kunststoffe wohl mit der Zeit absinken. Oder am Strand, dass sie da angespült werden, ähnlich dann wie am Eis. Aber das sind bisher auch nur einzelne Messpunkte. Wie ist das mit den Effekten? Das ist ja auch immer so das Spannendst eigentlich und auch das immer, welche Wirkung hat es denn nun und wie schlimm ist es eigentlich? Es gibt negative Wirkungen auf Organismen, wie zum Beispiel Strangulation und Verstrickung. Das ist das, was durch Makroplastik eigentlich also am häufigsten passiert. Das ist das, was man sieht durch die
sozialen Medien, also wenn ein Wal angestrandet wurde und es wurden 30 Plastiktüten gefunden oder irgendwelche Schildkröten, die sich in Netzen verheddert haben und so weiter. Dann gibt es Auswirkungen auf Organismen nach Aufnahme und nach Ausscheidung oder eventuelle Ausscheidung und durch Anreicherung im Magen, dass es einfach dann so eine Art Verstopfung gibt oder dass es einen Transfer innerhalb der Nahrungskette gibt, einen Transfer in andere Organe. Das ist alles schon gezeigt worden. Aber welche Auswirkungen das hat, das weiß man noch nicht genau. Dann gibt es chemische Verfahren, also dass es gibt sowohl die Beweise dafür, dass Mikroplastik toxische Stoffe anreichert, als auch, dass es toxische Stoffe abgibt. Das heißt, auch da kann man wieder nicht genau sagen, es ist immer so und es ist immer so. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, wenn der Fisch dann Mikroplastik aufnimmt, dass der die toxischen Stoffe aus dem Fisch rauszieht und dann das Mikroplastik wieder ausgeschieden wird. Könnte sein, man weiß es nicht. Dann eine auch nicht zu verachtende Wirkung ist, dass Drifting, also dass bestimmte Arten sich auf Kunststoffen, zum Beispiel verloren gegangene Bojen, ansiedeln und die Bojen dann in irgendwelche anderen Meere transportiert werden und da als Neozoon, also als eingewanderte Arten, Probleme machen. Das gab es vorher auch schon auf Holz oder auf anderen schwimmenden Kokosnüssen oder ich weiß nicht was, aber dadurch, dass Kunststoffe so lange in der Umwelt verbleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, einfach viel höher. Und dann physikalische Auswirkungen auf ein Ökosystem, gibt es zwei Studien und das ist zum Beispiel, dass gegeben, wenn die Konzentration von Mikroplastik im Sand recht hoch ist, dass es die thermodynamischen Eigenschaften verändert. Das könnte zum Beispiel Auswirkungen dann auch darauf haben, dass Schildkröten, die ihre Eier daran ablegen und bestimmte Temperaturen brauchen, sich da das zum Beispiel dann beeinflusst. Oder dass, wenn das Mikroplastik schmilzt durch die Hitze am Strand, dass dann bestimmte Partikel zusammenkleben und das vielleicht irgendwelche Auswirkungen hat. Man weiß es nicht genau. Und dann gibt's Effekte bei Menschen. Vielleicht. Kommen wir gleich noch zu. Das Problem bei diesen ökologischen Effekten ist, wenn wir es einigermaßen sehen, ich hoffe, dass man Probleme hat, das wirklich nachzuweisen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sammeln eine Miesmuschel ein, also Sie gehen ins Meer, sammeln diese Miesmuschel ein, schneiden sie auf, gucken, ist Mikroplastik drin, ja oder nein, dann können Sie sehen, dass bei vielen Mikroplastik drin ist. Und zwar einiges an Partikeln. Hier zum Beispiel 170 bis 375 Partikel pro 5 Muscheln. Dann können Sie sagen, das ist ja eine Menge. Sie wissen aber nicht, ob diese Muschel daran gestorben wäre oder ob die irgendwie Fortpflanzungsprobleme hätte, geschwächtes Immunsystem oder sonst irgendwas. Das können Sie einfach nicht sagen. Also machen Sie einen Laborversuch. Setzen Ihre Miesmuscheln da rein und tun Ihre Partikel dazu. Hier zum Beispiel 1000 Partikel pro Milliliter. Das ist wahnsinnig viel. Und das ist nämlich deutlich mehr, als es in der Natur vorhanden ist. Das ist das erste Problem. Dann warten Sie 45 Minuten, gucken, wo sind die Partikel gelandet. Aha, in den Ausscheidungen. Also scheint es kein Problem zu geben. Sie machen noch einen Versuch, gucken hier. Und da sehen Sie, okay, die Partikel sind in den Verdauungstrakt gewandert und da verblieben nach einer Stunde. Dann können Sie nochmal einen Versuch machen, jetzt über 12 Stunden. Dann sehen Sie, es ist nicht nur im Verdauungstrakt, sondern auch im Lymphsystem. Und bei anderen Tieren können Sie es auch noch woanders nachweisen. Dabei haben Sie aber immer noch nicht herausgefunden, ob es auch wirklich Probleme verursacht. Es gibt Hinweise darauf, dass es zum Beispiel Entzündungen hervorruft oder das Immunsystem geschwächt wird oder sowas. Aber da müssen Sie auch wieder bedenken, unter welchen Konzentrationen das ist. Und da ist halt dieses Problem, dass man diese Feldstudien und Laborstudien momentan noch nicht zusammenbekommt. Also man kann nicht von den Feldstudien auf Laborstudien andersrum schließen und dadurch auch keine Gesamtschlussfolgerung machen. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren irgendwie dahin kommen. So, wie es ja auch schon angesprochen wurde, gab es dann diese Meldung im Oktober. Hätten Sie jetzt überrascht reagiert? Also mich
überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass es nur eine Pilotstudie ist und man natürlich noch warten muss, was weitere Ergebnisse zeigen. Aber es waren 8 Probanden und die sollten, ich glaube, eine Woche oder sowas ein Nahrungsmitteltagebuch führen, sodass man dann versuchen wollte, Rückschlüsse zu ziehen, woher denn das Mikroplastik kommt. Und irgendwie 5 hatten Fleisch gegessen und 3 hatten Fisch gegessen und dann haben mir gesagt, ja, wahrscheinlich kommt es daher, dass manche Fisch gegessen haben und vielleicht auch noch ein paar Muscheln und ich weiß nicht was. Ich persönlich reagiere inzwischen relativ empfindlich, wenn dieser Rückschluss erfolgt, weil während ich hier stehe und ich mich bewege, werden Partikel abgerieben und ich atme ja die ganze Zeit. Also werde ich diese Partikel wohl mit der Luft aufnehmen und zwar immer. Ob hier drin durch Staub, durch Farbenabrieb, meinen Textilien, Schuhsohlenabrieb oder was auch immer oder draußen durch Reifenabrieb, Fasern, die auch da ja rausgelangen, etc. pp. Wir sind einfach von Kunststoffen umgeben und deswegen ist es deutlich wahrscheinlicher, dass wir das über die Luft aufnehmen oder unsere Nahrungsmittel als über Muscheln. Also wie viele Muscheln müssen wir denn essen? Also das ist für mich gar nicht erklärbar. Aber dennoch ist es immer, wenn es um dieses Thema geht, ist das immer quasi naheliegendere Erklärung, dass über die Nahrungskette und wir am Ende der Nahrungskette die Partikel aufnehmen. Es gibt eine einzige Studie, die tatsächlich gezeigt hat, dass die Mengen, die wir über Luft und Nahrungsmittel aufnehmen, größer ist als das, was wir über die Nahrungskette aufnehmen. Und bei Nahrungsmitteln meine ich dann, wir machen die Flasche auf, da ist vielleicht noch kein Mikroplastik drin, aber wahrscheinlich schon, und gießen das in das Glas. Das Glas steht jetzt hier seit 20 Minuten. Innerhalb dieser 20 Minuten haben sich die Partikel aus der Luft da abgesetzt. Und wenn ich das trinke, dann ist es soweit. Bei Plastikflaschen, wenn ich oben den Verschluss drehe, dann entstehen dabei Partikel, die ins Wasser gelangen und ich trinke das. Also es ist dem direkt quasi ausgeliefert. Ich brauche gar nicht diesen Umweg über die Nahrungskette zu gehen. Genau, so viel dazu und zu dieser Einordnung. Die Frage ist natürlich, was das mit uns macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch schwieriger ist, als bei den Organismen das nachzuweisen. Weil zum Beispiel auch die Frage ist, nehmen wir irgendwelche Stoffe von dem Kunststoff über unsere Haut auf? Wie ist das im Vergleich zu anderen Stoffen? Also wie kann ich jemals eine bestimmte Wirkung allein dem Mikroplastik zuschreiben? Das wird sehr schwierig. Es gibt aber genügend Hinweise, dass wir die Kunststoffemissionen reduzieren müssen. Es hat bereits nachweislich Auswirkungen auf Organismen und auch teilweise auf Populationen und Ökosysteme. Ich persönlich möchte es nicht darauf anlegen, dass es einfach noch mehr und noch schlimmer wird. Ich muss auch gar nicht wissen, dass es irgendwelche Auswirkungen auf Menschen hat. Mir reicht das Ergebnis schon, dass es Auswirkungen auf Organismen hat. Wenn wir das also deutlich reduzieren wollen, dann müssen wir einiges tun. In diesem Beispiel haben wir versucht zu rechnen, okay, wie viel dürfen wir denn maximal noch emittieren? Und da kommen diese 200 Gramm pro Kopf und Jahr her. Das basiert auf folgender Annahme. Momentan sind wahrscheinlich etwa 150 Millionen Tonnen an Kunststoffen, Mikro- und Makroplastik, in der Umwelt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir genauso viel emittieren, wie zersetzt wird, also sich irgendwann Steady State einstellt und die Kunststoffe etwa im Durchschnitt 100 Jahre verweilen und das durch die Anzahl der globalen Bevölkerung teilen, kommen wir auf diese 200 Gramm pro Kopf. Also wir dürften nur noch maximal 200 Gramm pro Kopf und Jahr emittieren, damit der Zustand bleibt und nicht schlimmer wird. Und Sie sehen ja, dass hier ein 27stel von dem, was wir heute emittieren. Ja, ist das machbar? Ich weiß es nicht. Aber wir können es ja mal versuchen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir mit den Konsumenten sprechen und Aufklärungsarbeit leisten. Und wir haben eine Umfrage gemacht und das war ein Teil davon. Also wie sieht Ihr persönliches Materialranking aus? Nach Optik, Haptik, Einzigartigkeit
wert im Vergleich Holz, Beton, Glas, Stein, Keramik, Textilien und natürlich Kunststoffe. Und danach haben wir gefragt, wie häufig tauchen diese Materialien denn in ihrer Umgebung auf? Was glauben Sie, was rausgekommen ist? Also ist bei der Wertigkeit Kunststoff gut oder schlecht abgeschnitten? Ja. Zwar sah das so aus, Holz hat die höchste Wertigkeit und Kunststoffe die schlechteste, hinter Beton. Also ich habe mir ja gewünscht, dass es so wird, aber dass es wirklich so eingetreten ist, habe ich mir nicht vorstellen können. Und gleichzeitig kam aber die Aussage, dass Kunststoffe am häufigsten in unserem Alltag vertreten sind. Das fand ich schon ziemlich erstaunlich, diese Diskrepanz. Und damit hat auch inzwischen die Kunststoffindustrie teilweise echt zu kämpfen mit dem schlechten Image. Ja, also was jeder von uns tun kann, ist also Littering vermeiden. Littering ist das, was wir einfach achtlos in die Umwelt werfen, an Raststätten oder am Strand oder was auch immer. Das ist, bezeichnet man als Littering. Und Abfälle einsammeln. Das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie eine blöde Plastiktüte irgendwo rumliegen sehe, dann heb sie auf, trage sie zum Mülleimer. Nicht, weil ich mir denke, huh, zum Glück eine Plastiktüte weniger, sondern weil ich hoffe, dass andere Leute das sehen und das dann genauso machen. Abfälle nicht über das Abwasser entsorgen, langlebige Reifen nutzen und defensiv fahren. Das mit der Langlebigkeit gilt eigentlich für alle Produkte. Je langlebiger sie sind, desto weniger Ressource verbrauchen wir und desto stabiler sind sie eigentlich auch. Das heißt, sie fragmentieren langsamer oder zersetzen sich langsamer. Und Produkte mit Microbeads vermeiden, da ist die Kosmetikindustrie eigentlich, muss man ihnen zugestehen, auf einem ganz guten Weg. In der Siedlungswasserwirtschaft und der Straßenreinigung, das System im Allgemeinen optimieren, Rückhaltesysteme einbauen, Niederschlagsentwässerung verbessern, Kunststoffbelastung von Klärschlamm reduzieren, in der Wissenschaft und Industrie antriebsverwitterungsarme Kunststoffe entwickeln, Abbaubarkeit von Polymeren verbessern, Rezyklierbarkeit von Kunststoffen steigern, kritische Additive substituieren, auch sehr wichtiger Punkt, und neue Filtersysteme entwickeln. Und da kommen wir zu meinem Promotionsthema. Und zwar die Entwicklung eines bionischen Filtermoduls zum Rückhalt von Mikroplastik. Bionik ist eigentlich eine Innovationsmethode, und zwar guckt man sich biologische Vorbilder an, Organismen, Pflanzen, biologische Systeme und versucht, diese in die Technik zu transferieren. Das bekannteste Beispiel ist der Lotus-Effekt oder die Haifischhaut für Schwimmanzüge und so weiter. Und bei mir war der Gedanke, diese Organismen und noch viele weiter filtrierende Organismen ernähren sich von Partikeln, die zwar Nahrungspartikel sind, aber im Prinzip ja auch ähnlich wie Mikroplastik. Und bei vielen dieser Organismen ist es auch bewiesen, dass sie Mikroplastik aufnehmen. Also verfügen sie wohl über Separationstechniken, Mechanismen, um diese Partikel aus der Umgebung zu trennen. Und diese Techniken, Materialien, Strukturen will ich mir angucken, um zu schauen, kann man die nicht in der Technik nachbauen. Also nicht die Muschel nehmen und in die Waschmaschine setzen, sondern nachbauen und das Filtermodul dann zum Beispiel in Waschmaschinen, Kläranlagen, Straßenabläufen und so weiter einzusetzen. Drei Beispiele habe ich mitgebracht. Ich habe insgesamt 24 Organismen anhand von Literatur ausgewertet und analysiert und versucht dann dabei, mögliches bionisches Potenzial zu identifizieren. Mein absoluter Favorit ist die Seescheide hier links. Ein kleiner, glitschiger, wurmähnliches Etwas. Es strömt Wasser hier oben rein und hier wieder raus. Und innerhalb dieses Hohlkörpers sitzt ein Schleimnetz. Das hat ungefähr eine Maschenweite von einem Mikrometer. Und die Partikel, die in diesem Wasser sind, bleiben in diesem Schleimnetz drin. Der Schleim wird von oben produziert, nach unten transportiert und dann hier unten verzwirbelt, mitsamt der Partikeln und verdaut. Und diese Schleimfiltration ist in der Natur im Laufe der Evolution sehr häufig entwickelt worden. Auch wir benutzen das, um Partikel zu filtern, nämlich in unserer Lunge bzw. in unserem Rachen, um die Lunge zu schützen vor Partikeln. Dann die Fächerkoralle ist ganz interessant, weil
hier die Öffnungen dazwischen, genau der beste Trade-off zwischen Strömungswiderstand und Filtereffizienz darstellt. Und was in der Natur häufig ist, dass die Maschenweite, also die Poren, die Öffnungen, in denen die Partikel hängen bleiben, meistens nicht kreisrund sind oder viereckig wie in technischen Filtern, sondern sehr unterschiedliche Formen haben. Und das hat sich, glaube ich, auch noch keiner angeguckt, ob das irgendeinen speziellen Grund hat oder ob das vielleicht effizienter ist oder sowas. Beim Walhai ist es so, dass der mit offenem Maul durchs Wasser schwimmt und das Wasser die ganze Zeit da durchströmt und er über bestimmte Strukturen verfügt, die die Filtereffizienz oder die Strömung besser ableitet und dadurch die Filtereffizienz erhöht. Genau, ich habe meine Masterarbeit vor 3 Jahren darüber geschrieben und dann im September angefangen, dazu weiterzuarbeiten und ja, werde sowohl die Organismen, wie zum Beispiel ein Flamingo, näher analysieren, der bei mir im Tiefkühlfach liegt, als auch dann das Versuchen, einen Prototypen zu entwickeln, der dann vielleicht wirklich Mikroplastik reduzieren kann. Das ist dann Kooperation mit der Uni Köln und dem Fraunhofer Umsicht. Was wir sonst noch bei Umsicht machen, ist zum Beispiel dieses Projekt Plastic Budget. Daher stammt zum Beispiel diese Hochrechnung, wie viel Plastik wir noch emittieren dürften, diese 200 Gramm pro Kopf und Jahr. Es geht darum, abzuschätzen, wie viel verträgt die Umwelt und welche Wirkung hat das wirklich und wie kann man diese Wirkung in Ökobilanzierung mit implementieren. Wenn Sie sich jetzt eine Ökobilanzierung von Plastiktüten zum Beispiel im Vergleich zu Papiertüten angucken, dann kann da momentan noch rauskommen, je nachdem, welche Systemgrenzen man wählt, dass die Papiertüte umweltschädlicher ist in dieser Ökobilanz als die Plastiktüte, weil die Plastiktüte kann man häufiger verwenden und dadurch reduziert sich der ökologische Fußabdruck quasi. Was aber in dieser Ökobilanzierung nicht drin ist, ist, dass die Plastiktüte in die Umwelt gelangen kann, in die Meere gelangt und dass da gegebenenfalls Tiere durchsterben. Das ist in diesen Ökobilanzierung noch nicht mit erfasst in dieser Methodik. Auch die ganze Mikroplastikmethodik ist da, Problematik ist da noch nicht drin und das versuchen wir in diesem Projekt zu entwickeln. Dann das Tidewall Mapping beschäftigt sich mit dem Reifenabrieb, also welche Mengen sind es genau. Wenn es auf der Straße ist und in der Luft, gelangt es dann einfach nur in den Boden, versickert da oder wie weit wird es neben der Straße transportiert und damit will man dann zum Beispiel gucken, besteht in Städten zum Beispiel ein Hotspot an bestimmten Kreuzungen, wo wirklich viel gefahren, gebremst, beschleunigt wird und kann man da dann am besten Filter einbauen. Dann Fibrex ist ein Projekt, in dem ein Filtermodul tatsächlich für Waschmaschinen entwickelt werden soll und auch da auch so ein bisschen der bionische Ansatz mit drin ist. Da geht es aber eher um die Materialentwicklung für einen Filter. Und eMulch analysiert Kunststoffe in Böden. Man weiß noch vergleichsweise wenig, wie viel Mikroplastik in Böden ist und welche Auswirkungen das da hat. Und da ist der Fokus auf diesen Mulchfolien, also auf landwirtschaftlich verwendeten Kunststoffen, zum Beispiel, um die Wachstumsbedingungen von Pflanzen, wie hier auf dem Bild, auf dem Acker zu verbessern. Dann gibt es noch kleinere Projekte, wie zum Beispiel The Guppy Friend. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das sind diese Waschbeutel. Das hat die Firma Langbrett entwickelt. Da tut man seine synthetischen Textilien rein in diesen Beutel, tut den Beutel dann in die Waschmaschine und die Fasern, die dann durch das Waschen abgerieben werden, verbleiben in diesem Beutel. Den muss man dann reinigen, natürlich nicht im Waschbecken, und kann damit quasi die Fasern im Abwasser reduzieren. Und dann, was wir hier so ein bisschen zusammen gemacht haben, also ihr habt den Smart Mirror entwickelt, wolltet das Thema Mikroplastik darüber transportieren und hattet dann gefragt, ob wir mal ein bisschen mit fachlichem Input unterstützen können. Dadurch ist die Verbindung entstanden und deswegen übergebe ich jetzt direkt weiter. Entscheiden, dass die Medien solche aufreißerischen Nachrichten bringen, weil sie
Vielleicht gehst du's. Weil sie denn meinen, dass es ein guter Ansatz ist, die Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise zu informieren über das Problem. Das ist so, denke ich, mein Ansatz. Und das ist auch der Ansatz, den ich hier mit den Projekten, die ich jetzt gleich vorstellen möchte, verfolge. Nämlich zu sagen, wie wir als Designer oder als Designstudenten, in dem Falle Sie, dazu beitragen können, komplexe Themen besser erklären zu können mit unserem Know-how, aber auch eben dazu beitragen können, gesellschaftsrelevante Probleme, wie wir ja eben gehört haben, auch überhaupt in die Massen zu bringen. Und nebenbei natürlich auch noch die Welt noch ein bisschen bunter und schöner machen mit unserer Kompetenz und mit unserer Leidenschaft. Das ist so gern mein Ansatz für die nächsten 20 Minuten. Und ich werde jetzt 4 studentische Projekte vorstellen. Der Smart Mirror, der wird auch eine Rolle spielen, werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen gleich. Wichtig ist mir jetzt zu erwähnen, ich werde nicht die Produktentwicklung dieser Projekte vorstellen, sondern tatsächlich nur das Endergebnis, also in dem Falle unsere Prototypen. Immer wissend oder nochmal für Sie im Hinblick darauf, dass wir natürlich immer die Zielgruppen uns anschauen und natürlich auch immer die Nutzungskontext uns jeweils anschauen müssen, untersuchen müssen, analysieren müssen, damit wir wirklich eine gute Anwendung schaffen, die wirklich auch Zielgruppen- und nutzergerecht ist. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich 4 Bilder mitgebracht, die nicht bei uns entstanden sind, die aber vielleicht dafür stehen, zu sehen, was ist eigentlich, wer ist unsere Zielgruppe und was ist der Nutzungskontext und was ist das Ziel von so einem Bild als Beispiel. Hier eine inszenierte Fotografie, das wäre, um anzusprechen, der Fisch ist in unserem Nahrungskreislauf, ich bin in der Zubereitung gerade, also Inszenierung einer Zubereitungsform. Und im nächsten Augenblick möchte ich den ja eigentlich gerne kochen und essen, würde das aber wahrscheinlich vermeiden, wenn ich weiß, dass dieser Inhalt im Fisch sein kann. Also ganz spezielle Zielgruppe. Ziel ist eben aufmerksam zu machen, aber durch schockierende Bilder in dem Fall für Einbinde. Nächstes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eine mikroskopische Aufnahme, die dazu dient, Unsichtbares sichtbar zu machen. Also auch wieder etwas, was uns ja ganz gut gelingen kann. Und hier eben das Beispiel, dass dieses Plankton, das hier gezeigt wird durch ein spezielles Verfahren, dass das Plankton Mikroplastik gerade tatsächlich zu sich nimmt. Und wir sehen das natürlich normalerweise nicht, aber mit dieser Aufnahme gelingt es uns, das zu sehen. Jetzt haben wir gehört, gerade von Diandra Hamann, dass diese Zahlen, die in manchen Illustrationsgrafiken zu sehen sind, tatsächlich für zur Bewertung von Projekten bzw. dass Produkte eben am Ende in die Umwelt gelangen und überhaupt zerstört werden, tatsächlich nur geschätzt sind. Aber dennoch gilt es, die Bevölkerung aufzuklären oder uns Konsumenten aufzuklären. Das wäre eine ganz sachliche Infografik, die dieses einmal darstellt und einmal Zusammenhänge vielleicht vermittelt. Und vielleicht als letztes Beispiel eine Illustration als Stilistik mit einer eher ironischen Tonalität. Erst auf den zweiten Blick erkennbar für die Nutzergruppe, worum es geht und vielleicht auch nochmal sich dann im darauffolgenden näher mit dem Thema zu befassen. Etwas ironisch, etwas mit einem Augenzwinkern hat die Jule Unzmann, eine jetzt Masterstudentin, ihre Arbeit angefasst, und zwar aber mit einer dramatischen Geschichte. Und zwar hat sie ein Konzept für eine Applikation entwickelt, für ein Game, und zwar für junge Gamer, die gern mal und schnell mal diese kleinen Minigames an ihrem Smartphone spielen und die eher nicht so sehr sich um das Thema Umwelt kümmern in dem Augenblick und vielleicht von Mikroplastik noch gar nichts gehört haben, könnte sein. Und die möchte eben gerne, die Jule wollte gerne die Zielgruppe eben auf das Problem aufmerksam machen. Wir befinden uns auf Pollux, einer der letzten verbliebenen Räume, die den Menschen auf dem Plastikplaneten zum Leben zur Verfügung stehen. Tausende Jahre zuvor gab es eine wunderschöne Welt mit Tieren und Pflanzen, doch der Plastikmüll, der achtlos in der Umwelt entsorgt wurde, konnte nicht mehr von der Erde abgebaut werden und versank immer weiter im Erdinneren. Riesige Berge mit teilweise giftigen Plastikrückständen bildeten sich. Die giftigen Substanzen sorgten dafür, dass es im Inneren der Berge brodelte und kochte. Schließlich pressten die Berge ihre angesammelten Mikroplastensubstanzen wieder heraus und eine klebrige Plastiksubstanz überschwemmte nach und nach die gesamte Erdoberfläche. Nur wenige Bereiche konnten noch besiedelt werden.
Es entstand Pollux, auf dem Plastikmüll geboren. Das ist die Szenerie der Geschichte sozusagen. Die erste Mission für den Spieler besteht darin, sowohl Wasser aufzusammeln, kleine Wassertropfen, die eingeschlossen sind in kleine Luftbläschen, aber auch wichtige Vitamine, mit der die Bevölkerung auf Pollux versorgt werden müssen. Aber Vorsicht, die Vitamine sind nicht so leicht erkennbar, denn viele kleine Mikroplastikteilchen, Partikelchen schwimmen mit umher und können ganz schwer von diesen Vitaminen unterschieden werden. Und die Aufgabe des Spielers ist also, in einem U-Boot, in einem kleinen Forschungs-U-Boot, in dieser riesigen, wabernden Plastikmasse umherzufahren, diese kleinen Vitamine aufzusammeln, zu finden, aufzusammeln und aber Mikroplastik nach Möglichkeit zu vermeiden. Diese kleine Simulation zeigt ein wenig, wie es gemeint ist, dieses Spiel, dieses Game. Wichtig zu erwähnen ist, jetzt sind wir hier im Bereich, es soll ein VR-Game sein, also es ist für Cardboards entwickelt, also kann man für Cardboards eigentlich entwickeln, das was ein Handy wird hier reingebracht. Ich werde das eben sozusagen schließen und kann mir dann in der riesigen Plastikmasse kann ich eben entsprechend mein Erlebnis haben sozusagen und ich kann entsprechend, wie wir gerade gesehen haben, die Wassertropfen aussammeln. Das mache ich dann mit der Blicksteuerung, also mit dem Blick. Und ich kann eben, wie wir jetzt gerade sehen, die wichtigen Vitamine aufsammeln, aber wahrscheinlich kann ich es schlecht vermeiden, Mikroplastik mit zu erwischen. Mache ich das öfter, dann wird dieses Forschungs-U-Boot sterben, also untergehen. Also mit anderen Worten, die Szenerie ist zu Ende und am Sterben. Aber natürlich, unsere Zielgruppe ist heldenhaft und wird es schaffen. So ist die Hoffnung. Und was die Zielgruppe aber gleichzeitig auch mitbekommen hat auf dem Weg, Mikroplastik ist schwer erkennbar. Mikroplastik befindet sich in all unseren Lebensbereichen. Und Mikroplastik gehört inzwischen zum Leben dazu, wie wir es gerade auch gehört haben. Und das Thema ist aber angekommen in der Zielgruppe. Eine zweite Anwendung beschäftigt sich eher mit dem aufgeklärten Nutzer. Das heißt also, einige Verbraucher, die wissen schon um das Problem, jetzt war es eben auch wirklich sehr präsent in den letzten Tagen und Wochen in den Medien und ist jetzt auf der Suche nach einer Applikation oder auf der Suche nach irgendeinem Werkzeug, das ihnen hilft, plastikfreie und mikroplastikfreie Artikel zu suchen, als Ersatz sozusagen für die Produkte, die nachweislich diese Mikroplastikpartikel enthalten. Und sie will den Menschen dabei helfen. Inspiriert ist sie von der App CodeCheck, auf die ich jetzt gerne verweisen möchte, vom BUND, die es nämlich hilft, im Laden, im Konsum, im Markt vor Ort Produkte zu scannen und deren Inhaltsstoffe mittels eines Ampelsystems, was Sie hier rechts sehen, einzuschätzen, wie schädlich die Inhaltsstoffe sind, beziehungsweise unschädlich. Und wir sehen auch, hier wird vermerkt, was eben, welche Produkte oder welche Substanzen gar Mikroplastik enthalten. Die Applikation, die Theresa Luft entwickelt hat, das Konzept zur Applikation, liegt sehr stark auf der Nutzerführung. Natürlich, das ist ja auch ein Bereich, den ich mit lehre. Hier geht es darum, Produkte zu empfehlen oder beziehungsweise, dass man sie entsprechend einteilen kann nach bestimmten Produktkategorien, die man kennt, individuelle Suchkriterien noch mit einbringen kann, nochmal geschaut, wie eigentlich ein bestimmter Nutzerpfad sein kann. Man kann dann, wenn man sein Produkt gefunden hat, kann man es auch dann gern schauen, wo man es finden kann, nämlich lokal, vor Ort oder eben online im Handel. Und zu guter Letzt kann man sogar sein Produkt dann selber noch aufnehmen, wenn es denn noch nicht dort in dieser Datenbank ist und kann es von der Redaktion entsprechend gegenchecken lassen und kann dann eben auch weiteren Nutzern das Ergebnis zur Verfügung stellen. Also das wäre eine Applikation, ganz anderer Ansatz für den aufgeklärten Nutzer und ein etwas seriöserer Ansatz als der davorgehende Ansatz von Jule Bunsmann. Das Projekt Smart Mirror, auf das ich schon eingangs kurze Worte verloren habe, ist eigentlich schon in letzter Zeit ein Vorzeigeprojekt von uns gewesen. Die Idee dabei ist, angefangen hat es mit 4 Personen. Das muss man immer noch mal so sich vor Augen führen. Und was sich hinter diesem sehr schwer lesbaren Projekttitel verbirgt, ist die Idee, einen intelligenten Spiegel zu entwickeln, der Verbrauchern dabei hilft, Selbstreflexion zu erzeugen, wie man das auch immer schaffen kann. Das klingt jetzt ein bisschen schwer. Und eben, dass er sich dann zum Handeln aufgefordert fühlt, offener und bewusster durch die Welt zu gehen.
Ich habe das jetzt mal so ein bisschen pauschalisiert hinsichtlich der Zielgruppe. Natürlich benutzen wir da ein paar paar Methoden, die uns helfen, die Zielgruppe genauer darzustellen. Wichtig ist, dass die vier Personen, mit denen es begann, das Projekt war ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und war am Ende standen wir tatsächlich dann mit mehr als 20 Studierenden und Absolventen, mit mehreren Mitarbeitern da, die immer noch im Projekt beteiligt sind. Aktuell wird das neue Case entwickelt, ein Produktdesigner, der jetzt dabei ist, das zu überarbeiten, und ein neues weiteres Forschungsprojekt hat sich daraus ergeben. Ganz kurz, jetzt das einige Kenntnis von Ihnen, andere vielleicht noch nicht. Es geht darum, dass wir uns der Herausforderung stellen mussten, wie man eigentlich diese Eigenverantwortlichkeit und die Selbstreflexion initiieren kann. Und wir benutzen dann die Metapher des Spiegels. Das heißt also, wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir eigentlich nur unser Äußeres. Die Idee ist, dass wir tief in uns blicken können und dabei eben sehen können, was unser Handeln eigentlich ausmacht, dass das wie in einem Spiegel sozusagen die Auswirkungen uns vorgehalten werden. Das ist so die Idee, dass wir dann Selbstreflexion ermöglichen können. Das ist das Konzept, was ich vorstellte. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Das ist auf der ZinCon gewesen. Der Spiegel ist sehr stark, also viel gewandert sozusagen oder ausgestellt worden. Ich erzähle ganz kurz. Man hat kleine blaue Punkte gesehen, die sich bewegen. Man kommt dann neugierig geworden näher heran. Und im nächsten Augenblick hat man seine sozusagen Silhouette, und die kleinen blauen Punkte sollen Mikroplastik sozusagen symbolisieren. Noch näher herankommt, scannt der Spiegel anhand äußerer Merkmale wie Größe oder Kleidung die Person und gibt sozusagen Produkte heraus am Spiegel, also zeigt die Person eben gestenbasiert wählen kann. Also er berührt, der Nutzer berührt den Spiegel nicht und kann eben alles zu diesen Produkten erfahren, zu der Rückwärtsgeschichte, wie wir dazu immer sagen, und zu den Auswirkungen auf die Umwelt. Wir haben eben erfahren, dass der Fließpullover eben Mikroplastik bereits enthält, dass Mikroplastik über die Dusche in den Abfluss gelangt, dann weiter in die Kläranlage. Wir haben gerade erfahren, dass die Kläranlagen hervorragend funktionieren in Deutschland. Ein Teil eben nur herausgestemmt wird, aber mit ihnen dann, wenn es etwas herausgestemmt wird, auch eben die giftigen Substanzen und wieder weiter verbreitet werden in die ganze Welt. Das Projekt ist mehrfach ausgezeichnet worden, worüber wir uns natürlich immer wieder gefreut haben. Wie gesagt, es geht jetzt weiter mit einem neuen Forschungsprojekt. Das letzte Projekt, was ich vorstellen möchte, ist eine VR-Anwendung von Moritz Haberland. Zielgruppe sind hier Schüler, und zwar nicht die aufgeweckten Schüler, sondern eher die Schüler, die jetzt andere Themen gerade haben. Also vielleicht sind sie gerade verliebt oder müssen sich um Studium kümmern oder, also solche Dinge, und haben vielleicht das Thema Umwelt nicht so gerade im Fokus, dennoch schon mal was von Mikroplastik gehört. Und der Moritz ist davon ausgegangen, dass er bei denen schon noch auch einiges initiieren kann und vielleicht auch mit Hilfe eines VR-Erlebnisses gerade dieses Thema ganz erlebbar und hautnah erlebbar machen kann. Stellvertretend für die Zielgruppe setze ich mir jetzt sozusagen symbolisch die Brille auf, die VR-Brille, und schwupps befinden wir uns am Strand. Der perfekte Tag zum Tauchen. Die Brille, die liegt natürlich schon zu meinen Füßen, ich muss die nur aufsetzen und schon geht's los. Aber ich gucke mich doch noch mal ein bisschen um und sehe links von mir am Strand, naja, der übliche Plastikmüll, Flaschen, ja, was man so kennt, was ja eben Strandnutzer so liegen lassen. Rechts von mir ein Kiosk, ja super, hat aber noch geschlossen, kann ich nicht nutzen. Und hinter mir, okay, die übliche Strandszenerie halt. Ne? Ich gehe wieder zurück und setze meine Taucherbrille auf und schwupps bin ich schon unten unter Wasser und kann mich auch da wieder umgucken. Und sehe vor mir einen sich doch etwas seltsam träge bewegenden Fisch, links von mir Fische, die munter scheinen und wirklich ganz gut lustig umherschwimmen. Rechts von mir Larventang, ein bisschen kränklich aussehend, eventuell kann das alles genauer mir anschauen. Und hinter mir, wenn ich mich umdrehe mit der Brille, sehe ich doch ein paar zerrottete Plastiktüten, auch den üblichen Flaschen und Besteck. Ich will zurück zum Fisch, fokussiere den und erfahre hier, warum der eigentlich so ein bisschen sich seltsam bewegt.
Bewegung ist da und kann das tun, was eigentlich niemand tun kann. Ich kann den nämlich genauer untersuchen und sehe, okay, er hat natürlich den Wasserfloh gefressen, das ist ja auch in Ordnung, dass er das tut. Und ich erkenne immer noch auch den Wasserfloh, mit dem ist irgendwas. Grünalge gefressen, okay, auch das ist ja in Ordnung. Warum bewegt sich dieser Fisch so seltsam, fragt sich vielleicht die Zielgruppe oder ich mich in dem Fall. Und am Ende des Weges erfahre ich vielleicht oder unter Umständen, wenn ich mir das genauer anschaue, dass Mikroplastik die Ursache ist. Das wäre jetzt so ein Hinblick von, im Sinne von der Nahrungskette unter Wasser, dass eben man merkt, wie eigentlich so ein die Mikroplastik eben weiter transportiert werden kann, ist ja nur eine Annahme. Dennoch erfahre ich aber eines, dass nämlich das Mikroplastik hier aus einem bestimmten Produkt entstanden ist. Und wenn ich nach unten blicke mit der VR-Brille, dann sehe ich einen Zeitstrahl und erfahre hier, dass ein Plastikbecher, oder eben der jetzt stellvertretend für Plastik überhaupt steht, vor 50 Jahren vielleicht ins Wasser gefallen ist, eben solche Auswirkungen in der Gegenwart haben kann. Ich denke, solche Applikationen helfen schon zu zeigen oder zu visualisieren, wie komplexe Themen vielleicht einfacher aufgenommen werden können. Ich habe jetzt genug von meinem Tauchgang, der Weg nach oben bringt mich wieder hoch an die Oberfläche, an den Strand. Und ich sehe schon, wo mein Kiosk hat geöffnet und ich bin ja sehr durstig geworden. Und weil ich das so gewöhnt bin, nehme ich natürlich auch mein Getränk aus dem Plastikbecher, setze meine Taucherbrille wieder auf, jetzt bin ich ja wieder gestärkt und gehe wieder nach unten und wundere mich doch tatsächlich, warum die Szenerie unter Wasser auf einmal ein bisschen sich verändert hat. Der Fisch hat sich noch ein bisschen mehr, ich würde mal sagen, sieht etwas ungesünder aus. Links sind die gesunden Fische doch sehr stark verschwunden und rechts sieht der Blasentank auch etwas kränker aus. Und hinter mir, die Szenerie ist tatsächlich so, dass ich noch mehr Plastikmüll angesammelt habe. Okay, dann doch lieber nach oben, ganz schnell. Ich bin ganz schön hungrig geworden inzwischen. Ich habe ja noch was getrunken und überlege, dass eigentlich mein Verhalten am Strand sich doch bestimmt nicht irgendwas zu tun hat mit den Auswirkungen unter Wasser. Also wähle ich für meine Pommes natürlich auch wieder den Plastikspieß. Ich überlege da gar nicht lang. Und den Plastikzeller. Immerhin entsorge ich das Ganze ja auf dem Müll. Also, das ist ja auch in Ordnung, wie ich dann vorgehe. Ein erneuter Tauchgang zeigt mir dann die verheerenden Folgen. Der Fisch ist inzwischen leblos, Blasentank, sieht gar nicht mehr gut aus und hinter mir, die Szenerie hat sich eindeutig verändert. Was wir jetzt an der Stelle merken oder der Nutzer hoffentlich merkt, dass sein Verhalten am Strand doch Auswirkungen hat auf die Unterwasserwelt, so hoffe ich wenigstens oder so hofft Moritz auch. Das Schöne ist, in der VR-Welt kann er seine Fehler wieder gut machen. Er kann also tatsächlich am Kiosk ein anderes Produkt wählen, ein plastikfreies Produkt, und er kann tatsächlich den Strand helfen aufzusammeln. Wir haben es gerade gehört von Leander Hamann. Und er wird dann im nächsten Gang belohnt, beim nächsten Tauchgang belohnt mit wunderschönen Bildern unter Wasser, die er sich dann wirklich auch in Ruhe anschauen kann. Einen ersten Prototyp zur ersten Szenerie kann man sich gleich jetzt im Nachgang anschauen an diese Präsentation. Und ich bin tatsächlich auch am Ende der Präsentation, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe doch tatsächlich auch, dass Sie so ein bisschen auch angetriggert sind, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, sich immer zu trauen, Experten anzusprechen und mit denen gemeinsam an solchen Themen zu arbeiten. Denn es macht nicht nur Freude, es zeigt auch, dass wir Verantwortung haben und diesen gerecht werden sollten. Danke. Ja.